Eieiei, du. Eieiei, du. Reaction Video, die erste. Hallo Nachbarn. Heute probiere ich es mal mit einem Reaction Video. Warum nicht? Ich will ja einfach Spaß haben, gell? Darum geht's ja. Und zwar hat ilovegraffiti.de so ein Typ eingeladen, den Angry, den kennen wir ja alle schon, und der sprüht blind. Und das möchte ich mit euch angucken. Okay, hier die Wand. Ja. Brauchst du irgendwelche Hilfe? Nee, gerade nicht. Ich versuche einfach mal zurechtzukommen. Okay. Okay. Was macht er denn? Eieiei, du! Spülte P. Blind. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, den Anfang habe ich schon gesehen. Das ist krass, wie er das P und das L macht. Spannend. Kann man schon was erkennen? Ja. Bis jetzt bist du noch ganz gut. Passt noch. Wenn ich mir ein Video angucke, dann rede ich ja nicht. Das ist voll bescheuert. Auf jeden Fall, wenn ich blind irgendwas sprühen will, oder ich habe es ja schon mal probiert, da treffe ich auf jeden Fall nicht mehr den Anfang. Das geht gar nicht. Der Planet macht es richtig geil. Komm, geh weiter. Ah. Kann man schon was erkennen? Ja. Bis jetzt bist du noch ganz gut. Passt noch. Geiles E. Geiles E. Yo, Angry, lass laufen. Tee ist klein. Gehst du in die Dosen zurück? Darf ich dir Tipps geben? Ja, darfst du. Okay, die Hand muss weiter rechts, da fängt P an. Stell dich mal vor die Wand, nach rechts ein Stück von dir. Weiter, da ist P. Hier ist das P. Die Hand noch ein bisschen weiter rechts. Ja, nee, okay. Warte, zu weit. Ein Stück zurück, genau, da ist der linke obere Bereich von P. Den Sprecher von ilovegraffiti.de, den habe ich noch nie gesehen. Ich stelle mir den so irgendwie vor, so ein bisschen mit einem Bart und so, so ein gemütlicher Typ, so ein rundes Gesicht, keine Ahnung. Hey, ich kenne nur dem seine Stimme. Komm, geh weiter jetzt hier. Linker oberer Bereich von P. Okay. Oha. Ist an der Wand dran, ja, oder? Was macht der? Ah, ist gar nicht einfach, muss ich sagen. Ich weiß nämlich nicht, was man da macht. Wo sind die Dosen ungefähr? Ja. Ah. Blind Dosen aufheben. Ist ja auch geil, gell? Überhaupt, du hast ja nie den Farbton, den du wolltest. Du fühlst auch normalerweise immer mit Skinny? Nee, eigentlich gerne mit Fat Cap. Ach, ist geil. Ich sehe genau eigentlich, dass er auch weiß, wo sein P ist. Der macht jetzt gerade unten das Bein vom P. Geil. Wenn du für mich eine Wasserstandsmeldung haben willst, sagst du es einfach, ja? Ja, ich bin gerade sehr gespannt. Man muss sich schon ein bisschen locker machen. Ja. Mutig, auf jeden Fall sehr mutig. Ist das eine Molotow hier, oder? Helle Farbe? Ja. Na, die Farben kannst du sagen. Das können wir schon machen, oder? Ja, klar. Gelb ist das jetzt. Gelb, oh ja. Cool. Scheiße.
Das ist cool. Oh Mann, Leute, das wird schwer. Bis jetzt? Hä? Also bis jetzt passt das eigentlich. Wirklich? Nee. Sehr schön. Aber ich probiere das Beste draus zu machen auf jeden Fall. Also sagen wir mal so, ich habe es genauso erwartet. Wirklich? Ja. Ja, das wird doch spannend. Ich meine, dass du dich gleich, dass das alles dezent verschoben ist jetzt, ist ja klar. Ja, okay. Kann ja gar nicht genau sitzen. Ja, unbedingt. Aber ich frage mich gerade, wie du das jetzt noch checken willst, wo du was gefüllt hast. Du willst mehrfarbig füllen, ja? Ja, wir füllen einfach und dann. Du setzt die Latte damit auch echt hoch, ne? Die Lettern sind hoch? Nee, du hebst die Latte damit relativ hoch, indem du jetzt auch noch mehrfarbig füllst. Naja, mal schauen, aber ich glaube, das gehört jetzt dazu. Wir sprühen ja schließlich. Ja, okay. Es ist geil. Also, vielleicht würde ich gerade noch so die Outlines schaffen, dass es nach einem Buchstaben aussieht. Aber mit Ausfüllen und dann Outlines drumherum, das ist echt hart. Aber ich habe echt keinen blassen Schimmer, wo ich gerade bin. Das kann ich dir sagen, wo du gerade bist. Du bist gerade am Anfang vom N. Okay, gut. Okay. Mhm. Das ist bescheuert. Alter, ist das bescheuert. Aber. Kommt da überhaupt was an der Wand an, ja, oder? Ja. Kommt da was an der Wand an? Der Abstand. Geil. Echt geil, gell? Hast du echt kein Gefühl dafür, wie nah du an der Wand dran bist? Nee, doch, jetzt, wenn ich den Arm ausstrecke, dann merke ich das natürlich. Aber ich sehe jetzt nicht den Abstand von der Dose zur Wand, weißt du? Mhm. Das kann ich nur erahnen, aber ich glaube, ich bin ziemlich weit weg. Alter, ist das schwer. Hey, aber er findet die Buchstaben noch, gell? Hast du das, wo du das Sketchen blind, hast du das auch mit Füllen gemacht? Nee, da nur Outline. Nur Linien gezogen, ja. So, okay. Ich mach jetzt mal einen Background. Bin ich hier ungefähr bei den Dosen? Welche Farbe brauchst du? Oh, ich nehme mir einfach eine. Warte, ich hab dir noch so eine Montana. Das ist die, das ist die Montana, die Lila, ne? Genau, die wollte ich haben. Ja. Der Planet, er spürt mit den Händen welche Dose, gell? Das ist auch geil. Aber das kennt ihr auch, wenn irgendjemand wo klackert und sein Fahrrad gerade ansprüht, dann hört ihr sofort, dass es ein Dosengeräusch ist. Und so spürt er das. Komm, geh weiter, Schätzle. Aber das ist krass, welche Flächen man denkt, man gefüllt hat und dann am Ende nicht füllt. Okay. Das ist verrückt. Ich bin jetzt du wirst auf jeden Fall, staunen danach. Vom Gefühl her bin ich beim N, oder? Und er ist beim N. Überleg dir das mal. So viele Buchstaben und er weiß blind, wo das N ist. Also irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, dass er irgendwas sieht. Ja, rechter Bereich N. Ja. Okay. Jetzt weißt du, wo du bist, oder? Nicht ernst, nee, aber ich täte es mal über dem E oder T. Ja, über dem E jetzt gerade noch. Ja. Der Moderator hätte so Test machen müssen, ob er erschrickt oder nicht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass er bescheißt. Ich habe nur früher im Beschissen. Ich hätte beschissen. Weiß. Okay. Er probiert noch auf dem Boden blind. Das ist auch schon so programmiert. Davor testen, wie der Strahl ist. Wow, geil.
hast du einfach losgelegt, wa? Ja. Okay. Ja. Der hat schon so viele Bilder gemalt, der hat keinen Skrupel mehr. Okay. Und Papier weggeworfen, Skizzen gemalt, Papier weggeworfen. Das merkt man, der ist richtig frei. Gute alte Planet. Planet Rock. Planet Rock. It's the sure shot. Könnten noch die andere Hand in die Tasche nehmen, das wäre noch geiler. Voll entspannt. Wenn das die Amis sehen, dann sind sie auch wieder geflasht von den Deutschen. Das ist doch echt eine Steigerung. Das hat doch noch keiner gemacht. Oder? Das ist ein Stück Geschichte, was wir jetzt sehen. Graffiti-Geschichte. Hast du jetzt versucht, die Farbe zu erfüllen? Ja, ich merke, wo die feuchte Farbe ist, weißt du? Das kenne ich aber auch. Manchmal, wenn es so nachts ist und du weißt nicht, ob das jetzt ein Schatten ist oder ob von dir das die Outline ist, und dann musst du es auch erfüllen teilweise. Das ist schon so die Superfähigkeit, was die Sprüher haben. Ja, Tanken geht gut. Tanken geht gut. Was macht der? Ja, wo bin ich? Ja, ah. Oh, hier ist Farbe. Boah, nichts kaputt machen, Alter. So, jetzt noch eine klassische Highlight. Was, eine Highlight? Na hier, mit Weiß. Wo sind die Dosen? Aha. Ich finde auch die Weiß. Er findet auch die Weiß. Ja, wie findest du denn die Weiß? Ach so, weil es Montana Gold ist und nicht jetzt ein Plastik drin hat. Okay. Ach, jetzt macht er einen Stern noch rein. Geil. Geil, und er hat's genau gefunden. Stern ins P-Anfang. Geil, Alter! Das ist doch geil! Und dann so mittler, ein bisschen über die Hälfte, einfach nur mal ein Stern. Keine Highlights, Stern. Wo bist du jetzt? Gerade habe ich gesagt, du weißt, wo das ist. Ach so, ja, er weiß, dass er nicht mehr bei den Buchstaben ist. Geil. Leere Fläche. Ey, brutal, brutal. So, ich würde jetzt abschließen. Ja. Wollen wir gucken? Na, dann guck mal. Wie sieht denn jetzt aus, dein Gesicht? Zeig mal dein Gesicht. Ja, geil, oder? Aber jetzt mal ganz ehrlich, von den Outlines her, ja, kann man ja nicht sagen, oder? Super! Das ist doch super. Ja. Ich meine, schau doch mal. Schau doch. Dieses Gefühl. Zeig mal dein Gesicht hier. Also ich finde das eh, wie die weiße First Line hinter der schwarzen Outline liegt jetzt. Ja. So schattenwerfend. Ey, ganz ehrlich. Hättest du schon mal gedacht, oder? Nee, es ist tatsächlich interessant. Und trotzdem. Ich höre jetzt auf. Genau das finde ich auch. Interessant, und man kann den Namen lesen. Hätte ich nie gedacht, dass es das schafft. Also das sieht auch noch so aus, bisschen New York, Arab oder wie hieß der eine? Bio oder Prio. Geil, Alter. Geil. Also, das machen wir auch. Heidi ho, jetzt bin ich raus. Mein Name war Körperklaus. Bam!